Hallo, liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Plays, der mit dem Hut. Und ich heiße euch willkommen zu diesem Frage-Antwort-Video. Und zwar der Spike Johnny 85, ja, hat mich gefragt. Und zwar: Hallo Christian, was machst du, wenn du dich nicht motivieren kannst, Gitarre zu spielen? Falls es überhaupt bei dir vorkommt. Erste Frage oder erstmal schon mal so ein generelles Feedback natürlich kommt das vor, dass ich mal demotiviert bin. Zurzeit habe ich eine Motivationsphase oder ein Motivationshoch, würde ich jetzt mal sagen. Das hat viele Faktoren, würde ich jetzt mal sagen, genauso wie ein Motivationsloch oder ein Tief. Das macht jeder Gitarrist häufig, wirklich häufig durch. Und da muss man halt schauen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Sport. Es ist irgendwann so, man fängt halt zum Beispiel mit dem Sport an, ne? Oder auch mit der Schule. Ja, erste Klasse, zweite Klasse, total cool. Und dann merkt man, okay, man muss Hausaufgaben machen und sowas. Ne? Und so ist das beim Sport zum Beispiel auch. Man fängt dann an im Verein oder man geht zum Beispiel laufen und yeah, geil. Und dann irgendwann sagt man, boah, jetzt heute laufen oder Sport oder ins Fitnessstudio. Und so ähnlich ist das mit Gitarre auch. Natürlich ist diese erste Motivation, Gitarre zu spielen, man schlägt halt die Saiten an und dann kommt halt Sound da draus, ne? Macht man und sagt man, hey geil, ne? Da kommt jetzt wirklich was raus. Das Problem ist, das hält halt nicht immer an. Es ist unrealistisch, wenn Leute sagen, ja, ich bin immer top motiviert. Ich kenne ein paar Schüler oder ein paar Leute, die immer auf einem relativ konstanten Motivationsniveau sind, ja, aber auch die haben so Tiefen und Höhen. So, und was macht man denn, wenn man sich gerade nicht motivieren kann? Ja, und zwar, also das kommt, wie gesagt, die Faktoren sind da wirklich unterschiedlich, ja, es gibt private Sachen oder Schule, Arbeit und keine Ahnung, meistens irgendwie keine Zeit oder irgendwie, man kommt nicht richtig voran. Das ist sehr, sehr häufig das Thema bei Schülern, dass man sagt, ach, irgendwie, ja, der Barré-Griff oder das und das Riff und irgendwie, ich komme einfach nicht voran und ich weiß nicht, was ich machen soll und ach, ob die Gitarre überhaupt was für mich ist. Und im Endeffekt muss man immer auf so einen kleinen Peak warten, auf so einen Schalter, der umgelegt wird und dann zack, läuft es wieder. Und rein aus der Motivationspsychologie ist es halt so, dass man durch so eine Tätigkeit halt Feedback bekommt und wenn man sieht, man kommt voran, dieser Fortschritt, das motiviert einen unheimlich. Dann gibt es noch die intrinsische Motivation, vielleicht kennt ihr das, intrinsische Motivation ist quasi, dass man aus der Tätigkeit heraus diese Motivation hat, diese Tätigkeit weiterzuführen. Ja, es gibt auch diesen Flow, den man dann sagt, dass man einfach in dieser Tätigkeit so ein gewisses Hochgefühl empfindet und das quasi motiviert einen immer wieder daran zu gehen. Das haben natürlich viele Profis oder so, die sagen, Gitarre und Musik ist mein Ein und Alles. So. Aber meistens ist man ja irgendwie Hobbymusiker, man hat einen normalen Job, geht nach Hause und sagt, ich möchte ein bisschen Gitarre spielen oder lernen. Und sich dann zu motivieren, ja, man war die ganze Zeit auf der Arbeit, man hat irgendwelche anderen Sachen zu tun, man hat andere Verpflichtungen, Familie, Haus, Einkaufen, Spülmaschine und so weiter. Und dann soll man auch noch irgendwie Gitarre spielen. Ne? Und darum geht es, dass man sich motiviert. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, warum mache ich das eigentlich? Es gibt ganz viel in der Motivationsindustrie, sage ich schon, dass man sagt, man macht sich irgendwelche Listen von seinen Zielen und da muss man immer sich dieses Ziel vor Augen führen und so. Es hat auf jeden Fall Sinn, sich sowas zu machen, dass man sagt, was möchte ich? Ich habe zum Beispiel gerade aktuell einen Schüler, der sagt, ich möchte in 2 Jahren möchte ich in der Band spielen. Das kriegt er auch hin. Der übt jeden Tag 2 Stunden, obwohl der Haus hat, Job hat, 3 Kinder und so weiter. Und trotzdem setzt er sich hin und macht ganz viel, weil der einfach dieses Ziel vor Augen hat. Und auch tatsächlich, mich hat das auch immer motiviert. Hauptmotivationsfaktor ist eine Band, ne? Eine Band, wo die Leute zusammenkommen und sagen, okay, nächste Woche wollen wir das und das Lied machen und dann muss man das in dieser einen Woche machen. Da fragt dich keiner, ob du motiviert warst oder nicht. Genauso wie, dann, wenn es heißt, wir haben dann und dann einen Auftritt, ja, dann muss man dafür arbeiten.
Ja, man muss leider auch an der Gitarre, in der Musik muss man sehr, sehr fleißig sein, sehr, sehr beharrlich sein. Ja, man muss arbeiten. Ja, was wir Deutschen können, ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und das muss man machen. Ja, nimmst du Gitarre und dann einfach spielen und üben. Und wenn du dazu dann nicht motiviert bist, dann muss man sich manchmal ein ganz kleines bisschen zwingen, man muss sich ein bisschen in den Hintern treten. Aber das ist natürlich nicht 100% Sinn der Sache. Und diese Motivation, da muss jeder für sich entscheiden, was einen motiviert. Ich zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie live aufs Konzert gehe, was jetzt zurzeit gerade ja nicht so möglich ist, aber ne, ich gucke mir irgendeinen Gitarristen an und sage, hey geil, boah, ich habe wieder voll Bock, selber Gitarre zu spielen oder ich habe mich damit davon inspirieren lassen oder so. Kommt ganz oft vor. Er kommt aber auch öfters vor, dass ich sage, boah, ne, ich habe voll keinen Bock auf Live-Auftritte und irgendwie auf Gitarre. Und ja, ich habe halt auch schon unheimlich viel gesehen. Ich habe viel nachgespielt, ich habe in ganz vielen Bands gespielt und so weiter. Und irgendwann kommt man halt auf so ein Plateau, dass man sagt, so, was kann mich jetzt überhaupt noch reizen? Was halt auch ein super reizen kann, ist, andere Instrumente auszuprobieren, andere Stilistiken auszuprobieren. Wenn man einfach an so ein Plateau angekommen ist, muss man immer analysieren, woran liegt es. Ja? Und das kann zum Beispiel ich euch, also wenn ihr mal Unterricht bei mir nehmt, mein Coaching oder so, da kann ich euch helfen, das zu analysieren. Ansonsten müsst ihr euch immer selber fragen, was motiviert mich, wie kann ich diese Motivation aufrechterhalten und wenn ihr wirklich mal ein Loch habt, dann einfach zu sagen, okay, passiert halt einfach. Gar nicht sich dem ergeben, gar nicht in diese Opferrolle, dass man sagt, okay, oh nein, ich glaube, Musik und Gitarre ist nichts für mich, sondern einfach weitermachen, ja, ganz beharrlich sein. Wie in der Schule, stellt euch vor, die Leute würden zur Schule gehen, einfach nur, weil sie motiviert sind, ja, und zu sagen, wenn du nicht motiviert bist, zur Schule zu gehen, dann brauchst du das nicht machen, ne? Klar, Schulbildung und so ist halt wichtig, aber trotzdem, wie oft ist man zur Schule gegangen und hat gesagt, boah, geht voll, ich habe so keinen Bock heute und trotzdem feiert man dann irgendwann seinen Abschluss, ja, und sagt, wow, geil, dass ich das durchgehalten habe. Ne? Man kann auch sagen, ein ganz kleines bisschen ist es manchmal wie eine kalte Dusche, wenn man drunter steht, ist echt kacke und wenn man dann fertig ist, dann sagt man, wow, geiles Gefühl und cool, dass ich das gemacht habe. Ja? In diesem Sinne, ja, schaut euch andere Videos von mir an, schreibt mir eure Fragen unter das Video, unter die anderen Videos, wenn ihr es noch nicht getan habt, ne? Kauft mein Buch, bei Amazon und überall erhältlich, unterstütze ich mich dabei. Und ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.